after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf, Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Hört sich fast so an wie der Schatz der Nibelungen-Saga. Da war doch auch was mit dem Drachen. Ach, siehst du, sind wir schon mal gleich richtig gegangen, weil der drüben ist nämlich kaputt. Ich glaube, da war auch irgendwas mit dem Drachen. Na, wer weiß, vielleicht hätte man rüberspringen können oder so. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht genau. So, dann gehen wir mal weiter durch die Tür hier. Öffnet nicht die Tür, bleibt zurück. Warum soll ich sie nicht öffnen? Oh oh. Es heißt Garm, das weiß, was du hier bist. How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. Ah, then do it. She can't make it. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Dazu. Von da sind wir gekommen. Es ist natürlich die Frage, ob wir da lang müssen oder da lang müssen. Wahrscheinlich ist da hinten noch eine Rune, ne? Wir rennen erstmal da lang. Run, run, run. Okay. Ja, ist ja gut. Das war der falsche Weg, weil da hinten war kein Licht. Sonst hätten wir es geschafft. Wäre da hinten Licht gewesen, hätten wir es geschafft. Also die Bestie verfolgt uns nur im Schatten. Wenn wir im Schatten sind, verfolgt es uns. Wenn wir im Licht sind, nicht. Das Schwert kann uns hier nicht helfen, weil es verleuchtet, aber anscheinend ist es hier ausgeschaltet. Keine Ahnung. Die Batterien leer wahrscheinlich und deshalb... Your father wants them to go away, and he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you see them? Do you see their faces? Ich hab den Schlüssel nicht. Und wieder ruhen. Na, herzlichen Glückwunsch. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. So, drei Runen wiederfinden.
Jetzt haben wir aber wenigstens eine Fackel. Somit kann jetzt Licht uns mal am Arsch, oder die Bestie kann uns mal am Arsch lecken. Da ist eine Tür, kriegen wir die auf. Nein, ist zu. I don't talk much about her father. Zimbel. Wäre natürlich blöd, wenn die Fackel jetzt auch rausgehen würde immer. But it doesn't matter now, does it? No, it's not. She hasn't got much time. Burn out. She's too slow. Ja, warum sollte man denn hier hochrennen? Das ist ja Blödsinn. Warum machen die einen Weg nach oben, wenn da überhaupt gar nichts ist? Ist doch sinnlos. Gehen wir mal nach unten. Guten Morgen. Hier ist ein Tunnel. Die Bestie war hier, lauf weiter. Pass auf das Wasser auf, Alter. Ja, genau. Mal. Moin. Alter, moin. Muss los. Wir haben die Fackel nicht mehr. Alle zehn Glückwunsch. Na, bleib im Licht. Kann man irgendwas anmachen? Nein, kann man nicht, weil die Rune weg ist. Hier ist irgendwo eine Rune. Hm. Das ist natürlich die Frage, ob wir erst da hinrennen sollen oder erst mal zum Licht. Gehen wir erstmal zum Licht. Da ist irgendwie eine Fackel. So, jetzt können wir da nämlich gucken gehen. Jetzt kann uns die Bestie nämlich nichts machen. Ist natürlich auch krass, ne, mit dem Schatten. Mann, 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 ey. Sie gar nichts. Ich sehe gar nichts. Das ist irgendwas hier unten. Ach, machen wir erstmal Licht an. Wahrscheinlich mit dem Licht an der Wand irgendwas. Ach, hier. Okay, ich hab's. Ich hab's! So, die erste Rune haben wir. Possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rhaen would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rhaen reforges the famous sword.
Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. Aha, okay. Die haben auch das Schwert von Odin wieder genommen. Dann haben sie ja auf den Weg gemacht, den Schatz zu finden. So, okay, die erste Rune haben wir. Da geht wieder eine Treppe lang und hier ist... Ach, da ist noch eine Rune. Ah, hier müssen ja einige versteckt sein, weil... es sehr viele sind. That it would be impossible to kill him face to face. Da ist die Tür nämlich. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death. As it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Mhm. Okay, die haben den Drachen getötet und haben sich den Schatz gekrallt. Der Drache meinte aber, dass der Schatz verflucht ist. Und dass er einen den Tod bringen wird. So, da ist die Tür. Ach, hier waren wir schon. Da sind wir runtergegangen. Dann gehen wir mal da hinten weiter. So, ist hier. Ach, da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Oder? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube. Hm. So, da ist die Tür wieder zu. Das bedeutet, hier muss irgendwo ein Weg sein. Jetzt mal alles anzünden. Ja, ist natürlich die Kette vor, aber man soll es immer mal probieren. Vielleicht klappt es ja. Dann gehen wir weiter. Durch die engen Gänge. Mit der Fackel ist eigentlich ganz gut, ne? So, davon sind wir gekommen. Genau, hier wollte ich als erstes rein, aber dann hat es ja nicht geklappt. So, was sehen wir hier? Und ein Gang. Ja, mit Licht ist scheiße, wa, Bestie? So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Warum würde mich das Licht nicht mehr retten? Alter, was ist mit dir los? Willst du mir eigentlich verarschen? Wir müssen schon wieder fighten. Ist doch nicht mehr normal. You can't go anywhere.
meine Fackel. Wo meine Fackel? Ach so, darum haben sie gesagt, das Licht wird uns hier nicht helfen, weil nämlich wir kämpfen mussten und dadurch mussten wir die Fackel fallen lassen. Ein Glück haben wir schon zwei Lichter angeschalten gehabt, oder ja, was heißt angeschalten, aber zwei Lichter angemacht. Jetzt wäre es echt in die Hose gegangen, weil die Bestie wäre da wahrscheinlich auch noch da gewesen. So, da haben wir die zweite Runde. Zwar nicht ganz richtig, aber okay. So, eine fehlt noch. Und dann haben wir es geschafft. Dann können wir durch die Tür. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark coming through the walls. She wants thought everything. Also, müssen wir schauen. Warte mal, da hinten ist noch. That's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zimbel, could see the monsters. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die anderen. Okay, davon sind wir gekommen. Genau, dann sind wir da lang gelaufen. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Jetzt fehlt uns noch eine Rune, ne? Eine Rune noch. Schnauze. Ach Mann. Da ist noch eine Tür, aber die geht wahrscheinlich nicht auf, oder? Nein. Ist von der anderen Seite verschlossen. Ist auch zu, haben wir auch gemacht. Dann sind wir da lang gelaufen, genau. Wir müssen hier rein. Wir müssen irgendwie da reinkommen. Irgendwie müssen wir da rein. Da können wir nicht lang. Haben wir hier was vergessen? Nein. Okay. Wahrscheinlich hier lang. Mal sehen. Ne, hier waren wir da auch schon. Hier war doch oben die Leiche. Genau, hier war die Leiche. Ach! Hier ist ein Gang noch. Ah, okay. Hier ist die letzte Rune. Kann sie ja, ist ja kein Problem, soll sie machen. Das war ja die einfachste Rune überhaupt. Die war ja simpel. Na, war es 5. Sie mir, dass sie die Darkness dass sie mit den Göttern. Aber was, wenn sie was, wenn die Darkness sie und sie hier here? So, dann ab durch die Tür. It's a trap. The beast is coming. Was ist denn das für ein Dreckding? War doch eine Falle. Renne. Alter, wir haben es geschafft. Der Kopf. Nein, der Kopf ist weg. Scheiße. Nein.
Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father's in the one pined for Dillion. Do you remember? Ach du Scheiße. Nee, erinnere mich nicht, die Darkness ist scheiße. The beast is bringing it back. Ach, sie wurde eingesperrt immer? Ach du Scheiße. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Okay. Wir müssen da rüber, auf alle Fälle. So, meine Freunde, das war's aber erstmal mit dieser kleinen Aufnahme hier. Wir haben einiges erfahren. Wir sind jetzt in Helheim drin oder fast in Helheim. Wir sind mit der Bestie, die Helheim bewacht, vor den Toren. Wir haben leuchtendes Schwert, ein Lichtschwert sozusagen. Dillions Kopf ist leider verschwunden. Ja, keine Ahnung, wie sie ihn wiederfinden will, aber okay. Wenn euch alles gefallen hat, wie immer, hinterlasst ein Like, Abo, teilt dieses Video und schreibt mir in den Kommentaren, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin erstmal raus und ciao.